Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich bin euer Ferubu. Und wir sind wieder in unserem Lager zurück. Ich habe einen Bisonherde gefunden, habe sogar makellos ein Bison gelegt. Und jetzt kann ich den nur nicht abgeben, weil es gesperrt ist. Deswegen gucken wir mal, was wir mal hier, wie wir es machen können. I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down, or you could be missing a hand, lady. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner! Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. You want to head out there? Run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Adler are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, Princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping? Shut your goddamn mouth. Yeah, ich würde erstmal gerne. Ach, ich kann meine Waffen nicht machen. Kann ich wenigstens das Bisonfell hier lagern erstmal? Immer noch weg. Aber komm, wir probieren es einfach mal. Wir versuchen es auf jeden Fall im Lager zu lagern. Geht das? Wir schauen mal, vielleicht klappt es jetzt. Ich traue dem Braten einfach nicht, sorry. Da sind mir die Fehler einfach zu selten und zu wichtig. Naja. So ein Shit. Bis sich die Farben so schnell ändern, ne? Weg, dass ich mir Waffen nehmen darf. Darf ich mir Waffen nehmen? Nein, darf ich nicht. Ah, komm her, Pferd. So, jetzt darf ich mir Waffen nehmen. Ich hätte gerne mal das Lancaster, das Gewehr. Pistolen, ja. So, danke schön. So, jetzt geht's mir besser. Ich muss sagen, bleib. Scheinbar nicht. Und dann. Ja, mach mal so los. Fahren wir zum Laden. I guess we all gotta do our share, Princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh,
Robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy. You are some man. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that's Dutch's idea. All males descent from the same alias. Whatever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells him to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! You insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there, you buy some food to eat. And no guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Alles klar. Ist ja alles... krass. Ah, jetzt kann man eine Zeitung kaufen. Thank you so much. Ja, bitteschön. So, muss eigentlich jetzt auch die Zeitungen haben, oder? Wo haben wir denn jetzt? Da oben. Zeitungen? Ja. So, wir sollen zur Post. Natürlich ist sie am anderen Ende der Stadt. What did you get there, Harold? Nothing. Careful there. Alles klar, Harold. Buddy? God almighty! Was ist los? Post verschicken. Zack. Noch mal Kopfgeld vielleicht? Ne, es ist überall clean. Sehr schön. So, wir dürfen wieder zurück zum Laden. Hallo, ich will den Fuß, schaut keine Leute mehr. Ich wollte nur meinen Kammer aufbessern, aber gut. Dann halt nicht. Mein Pferd läuft mir auch gerade über den Weg. Wie sieht sie aus plötzlich? I think this is everything. Thanks. Here. Take that for yourself, okay? Thanks. We'll give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like this. This is fun. Not lady. I know. So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well... my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you... you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just
treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Just don't kill the camp cook. Please. Hey there! Hey. What you folks up to? Just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool, you need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Ah! Go, go, go! Shit! Let's get the hell out of here! Go! Blow her tiny brains out! What the hell is that? He was gonna rob us! New pair of pants? Think you're landing rickets? Oh, I'm gonna run this son of a bitch down! Oh, because of the chances. Well, wanted to see some action, lady. Now you got your wish! Here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. Idiot. We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. You did good. But that's a lot of mess to make near camp. He says it's all stolen. Don't bring anyone sniffing around. Are you gonna kill Dutch? Maybe. If he asks. But maybe not. Careful now. Whoa, whoa. So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. Wow. Won't be giving you no mail to post. Anytime soon, that's for sure. Schön, dass es auch hängen bleibt. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. Schön, dass einfach sie anstarrt, aber wir auch steuern können. Das ist schon sehr cool. Dass sie jetzt so ultra funktionieren, vegetieren müssen. Jetzt scheint auch schon er selber, so der Weise. Ah ja, jetzt wird's. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, we, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. Noch haben wir einen Silber bekommen. Schließe die Mission mit mindestens 85% Gesundheit ab. Arthur. Next time we run an errand together, remind me to pack more bullets. Come on, Arthur. Don't pretend that wasn't kind of fun. I guess. Well, I suppose I should be getting off.
Sure. Ja. Verstehen die zwei sicher, also. So, gut. So, wir können mal angeln gehen, theoretisch, aber wir wollen jetzt erstmal spenden. Ich will das Bisonverlust nehmen. Ja, und guck mal, was noch so alles loswerden können hier. Sieht eigentlich alles okay, das können wir spenden hier, die Fische. Brauchen wir ja nicht. Might as well keep the reserves as full as we can. Hmm. This should be some real good eating. You'll be able to make something nice with that. Ja, dann schauen wir mal. If you're struggling for space, können wir eine neue Tasche machen? Ja, können wir für Vorräte. Ah, jetzt habe ich gleich meine Liste offen. Oh, einmal den hier machen. Sorry dafür. So, jetzt sehe ich meine Liste nämlich wieder. Jetzt kann ich meine Liste nämlich weiter bearbeiten. Ich habe das jetzt mal nicht gemacht, ja, wenn du schon voll mitmachen würdest. Aber nehmen wir auf jeden Fall die Tasche mit. Steht die mal noch, immer noch am schicksten. So, wir brauchen jetzt immer noch ein Hirschfell. Das haben wir. Gut, also das brauchen wir nicht mehr holen. Wir brauchen einfach Pityfell. Das habe ich auch schon, das brauchen wir auch nicht mehr. Okay. Wir bräuchten ein Pantherfell, das habe ich hier stehen. Gut. Und hier bräuchten wir noch ein Hirschfell, das haben wir aber auch schon. Gut. Ein Wolfsfell, das haben wir auch. Ein Pumafell fehlt uns da. Okay. So, Fassunterkunft, dafür uns auch noch zwei Pumafälle. Für uns drei Pumafälle, jawohl, das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Hier fehlt uns noch ein Elchgeweih. Das habe ich auch da hängen stehen. Ja. Und ja, dann fehlt uns das Bisonfell, brauchen wir auch nicht mehr. Die Wolfsfelle brauche ich auch nicht mehr, ne? Das fehlt jetzt. Ja, nur das Elchgeweih. Jawohl. Elchgeweih. Die zwei Pumafelle. Hier noch das Pantherfell. Ja. Und hier fehlt uns auch noch ein Pumafell. Die Wolfsfelle haben wir auch nicht mehr hier stehen. Cool. Fehlt uns also insgesamt nur noch 5 Felle, theoretisch. Hätten wir alles. Aber gut. Jetzt müssen wir schauen. So, ich könnte so ein bisschen Arbeit verrichten. Hier scheint es ein bisschen mehr Arbeit zu geben. Was haben wir hier für Arbeit? Wasser tragen? Ja. Säcke tragen, okay. Wesentlich kürzer Weg diesmal. Alles klar. Was singt der da? Ist der wie ein bisschen kaputt im Kopf? Ah, ist auch was besoffen. Mal wieder. Wer es nicht kennt, ne? So, wir können jetzt endlich unsere Sachen spenden und alles. Sehr schön. Sind da die Zeit, das Zeug auch endlich wegkriegen. The man who saved my hide not once, but twice. What you want, Micah? Nothing. Just saying thank you, brother. I can't call you brother, can't I? I think I like you even less when you're friendly. You're the first person ever told me that. Oh, ist jetzt beleidigt. So, wir hätten gerne unseren Sack hier. So, wir ein bisschen positiv arbeiten können. Da ist echt ein schönes Örtchen hier, sag ich mal. Gefällt mir sehr gut. Ja, geh mal zur Seite. Ich muss hier hart arbeiten. Bis du nicht kannst. So. Was haben wir hier als nächstes? Hier und schon wieder meine. Ja, ich wollte sagen, hat schon wieder jemand mein Holz gehackt hier, ohne mich zu fragen. So. Ach, hier gibt es diesmal mehr Spots, okay. Interessant. Morning, morning. Ah, interessant, es gibt mehr Spots für Heu. Es gab 4 Stück, ist das richtig? Scheint so.
Ne, mehr, 5 sogar. 5 Spots für Heu. Haben wir diese für Heu rumfliegen oder wie? Ah, ja, das war interessant zu wissen. So, hier Pferdchen. Haben wir ein Pferdchen so Heu ausgaben, sich verzehnfacht haben. So, mögliche Leute natürlich, sehr schön. So, ich kann immer noch das Klinke an meinem Lager nicht annehmen, weil ich keine Raptiker da mehr nehmen kann. So. Was ist mit dir, Mädchen? How are you? And you? Fine. Let me ask you a question. If I was to kill Miss Grimshaw, would Dutch be mad? I think, as a general rule, Dutch likes to avoid murder within the camp. I mean, there was that one time, but he was a traitor. But Miss Grimshaw, well, Dutch has a soft spot for her. I thought as much. Was she always like this? I ain't quite old enough to know. No, of course. So as long as you've known her? She's always liked her swill of vinegar. I'd like to give her a swig of arsenic. We'll just do it discreetly. I will. You fancy a game of dominoes? Sure, why not? If I'm playing with you, she'll leave me alone. Can't believe the dominoes survived Blackwater, but my necklace didn't. Oh, yeah. I thought something looked different. Well, I stole that one. I'm sure I can steal another easy enough. I'll keep my eye out. So, Tilly hat meine Halskette gebeten. Okay. Hilfe. Aktivitäten. Domino. Schau mal. So, was müssen wir jetzt gemacht? Alle drei? Alle Fünfer, da haben wir es. Alle Fünfer-Spiele haben denselbe Regel wie alle drei Spiele. Nur dass die Spieler beim Vielfachen der Zahl 5 punkten. Also bei 10, 15 oder 20 am Ende der Runde werden die Punkte zur nächsten 5 auf- oder abgerundet. Man spielt zu lange. Okay. Ich verstehe es nicht, wenn ich ehrlich bin. Na, wir gucken einfach mal. Nothing on this one. So. Dann legen wir den da an. Ah, jetzt habe ich 5 Punkte erzielt. Weil ich 5 habe, oder wie? So. Habe ich 0 Punkte erzielt? Okay. Das sind 7 Punkte. Den Stern. Achso, ich darf auch da anlegen. Achso. There, but nothing. Ja, das kann ja lange dauern. Holy shit. So 0, das war 4. Wenn ich jetzt den mache. There. Zählt das? Ja, es zählt. Cool. So, und wenn ich jetzt eine 0 irgendwo anlege, kriege ich damit nichts. Nothing here. So, die 1. Wenn ich jetzt die 1. Bin ich aber drüber, oder? There you go, Domino. Ja. There we go. Ah, fahrt alle Runden nur gewonnen, yeah. Sorry, ain't worth much. Ah. Okay, also ich krieg wenn ihre Punkte, die sie auf der Hand hat. Das sind die Punkte, die ich erzielt habe. Okay, vielleicht wäre das Domino-Event vielleicht hier drüber einfacher gewesen. Ich weiß es noch nicht. Imagine the newspaper headlines. Well, keep your eye out then. Should I be calling you Deputy Morgan now, Arthur? Ha, well. Da müsste eigentlich mir direkt Punkte geben, oder? Jawohl. Sehr schön so. Es wäre natürlich am besten eine 0 auf einer Seite zu haben, aber wir können ja nur das anlegen. Zack, 0 Punkte haben wir erreicht.
4, jetzt müsste eigentlich Dutch Anderson. Aber haben wir leider nicht. So. Nothing on this one. Sie hat gerade 10 Punkte gemacht. Oh. Jetzt hat sie 7. Wenn ich jetzt so mache, kriege ich da noch mal Punkte? Nein, leider nicht. Schade. Give me something. Aber. Achso. Keine 0, wenn ich jetzt die 3 da anlege, kriege ich doch Punkte, oder? Jawohl. Great. Ja, das ist 45, weil ich da die 5 liegen habe, natürlich. So, wir können nur das. Wieso hat es jetzt. Achso, wegen Nummer 5. Achso, ja, genau. Egal, legen wir fahren, komm, mach ein Domino. Kriegen noch ihre Punkte und schon gerechnet. Sind sie nochmal 15 Punkte für uns? Sehr schön, haben wir schon mal 50. Die Hälfte aller Runden, aller Punkte, die wir bräuchten. Ja, wie gesagt, das fehlt immer hier, aber ich bin nur bei Poker gibt es nicht, es gibt das auch nur bedingt. Es fehlt einfach. Dann denken sie, macht direkt 5 Punkte klar. Ich kann keine 5 Punkte klar machen. Ich habe gar keine 5. Das ist eben mein Problem gerade. So, aber sie kann punkten. So, wenn ich jetzt. Ich kann nicht nur die 3 anlegen, ne? Ich kann nur die 3 anlegen. Es gibt aber keine Punkte für mich. Sie kann echt gut aufholen. So, jetzt haben wir 9. Ach, jetzt haben wir deswegen jetzt haben wir auch das da. So, wir haben eine 4, 4, 4. 5 ist zu viel eigentlich. Aber ich muss die 4 loswerden. Das kriege ich nicht mehr los. 13. Der Stein wurde platziert. Spinnerstein, was soll das denn heißen? So, jetzt haben wir 9, also 8 haben wir da. Dann machen wir 2, dann müsste ich auch 10 haben, ne? Jawohl, sehr schön. Jetzt hat auch nochmal 10 Punkte gemacht. Not bad, not bad, not bad. So, was kann ich denn machen? Ach, ich kann, ach stimmt, ich kann überall noch anlegen, ne? Stimmt hier dabei was? Wenn ich die 2. Dann lege ich trotzdem einfach mal an. Komm. Darum, dass ich meine Sterne wegkriege. Sie hat 20 Punkte bekommen, wofür? Hä? Achso, 8 Euro. Doch, ich sehe es gerade. Holy shit, und ich kann. Das sind 12. Plus die 6 sind 18, ne? Pass auf, wenn ich da die 6 anlege, haben wir 4 und 4 sind 12. Egal, ich mache das mit nichts. Ja, komm, zieh ganz viele Steine bitte. Dass ich so punkten kann. Sehr schön. Ja, zieh noch mehr Steine, komm. Also, ich nochmal 5 Punkte gemacht. Aber wenn ich jetzt mache, komm ich zu 10, oder? Jawohl, nochmal. Das hier jetzt Stein auf der Hand. Nice. 20 Punkte nochmal. Sehr schön. Haben wir schon mal 90. Jetzt müssen wir noch 10 Pünktchen machen, dann haben wir es gepackt. Ah, ich bin auch langsam dahinter gekommen. Sehr schön. Jetzt warten Sie doch anfangen. Ja. Da liegt er mit 5er raus, war ja klar. Ich habe dieses Glück nicht, ich kann auch nur das anlegen. Das ist keine Punkte für mich. Ich muss schon zustande ziehen. Ich muss 10 Punkte machen. Jetzt habe ich 5, ja, das reicht doch, oder? Jawohl. Come to me. Nice. Da haben wir es geschafft. Oh, that's gotta hurt. So.
Haben wir gewonnen. Das ist ja eine Ego-Perspektive leider, aber egal. So, was haben wir noch so zu tun? Da gibt es noch Holz zum Beispiel, das ausgegraut. Muss das auch. Ah, okay, müssen wir uns ganz viel nähern. Das ist nicht mal ausgegraut. Okay, ich will mich Holz hacken noch. Gut, während ich jetzt hier Holz hacke und alles, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Also, haut da rein. Ciao, ciao. We're broken people now. We're burning now. So cold and bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people. I won't never be nothing, ain't that something? I've risen from the bottom, I got them eyes on the prize, and inside I'm damn right I overcame. Y'all know the name, we similar but never been the same. Everybody, yeah, they know the name right now. I'ma make it somehow, make it some way. Yeah, you know we gon' get it today. Like, I'm all on my own now, but won't ever let you down, won't let you down, down, down. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel, and anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. Giving it every part of myself on the real, you would think I'd be asthmatic. Allergic to your bullshit, yeah, that's right, I done had it. Real all the time, if you rep it, get it tatted right now. It's right here, a vibe right now. I am too alive right now, I'm alive right now. Come on, feel the vibe right now. Feel the vibe, feel the vibe, feel the feel the vibe. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel, and anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. Between our streets, we're broken people now. We're broken people now.